Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening präsentieren. Wir wollen uns mal wieder eine Mythic Plus Kiste angucken, jetzt im Patch 8.2.5. Und ja, neuen Loot wird es da leider auch nicht geben, also sprich kein höheres Item-Level oder irgendwas anderes. Aber vielleicht ziehe ich ja mal irgendwas krasses, hochgerolltes auf 5.55 raus mit Sockel und Tertiärstat. Ich glaube es zwar nicht, aber wir gucken mal. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal ein bisschen Glück. Ich muss nur ein bisschen jammern, dann wird's manchmal. Und, hat's jammern geholfen? Naja, zumindest 5 Item-Level ist das Ding hochgerollt. Heißt von 440, was Baseline ist, auf 445 und es hat leider halt Kackstats, ne? Tempo und Crit, das ist leider nicht so geil für mich. Was habe ich bis jetzt an? Ich habe quasi hier einen 430er an. Das aber einen Special-Effekt hat, das sind die quasi von Ashara und die sind tatsächlich besser als alle 445er. Ich meine, auf der Bank habe ich nämlich theoretisch noch ein anderes 445er Handteil, dem, oder, warte, so muss ich gucken, da habe ich nochmal irgendwas anderes rumflacken hier, die sind mit Versa Tempo, was halt auch schon mal besser ist als die, die ich jetzt im Moment habe, aber selbst die sind schlechter als die Handschuhe, die quasi hier diesen Proc-Effekt drauf haben und dementsprechend, ja, bringen mir die leider nichts. PvP habe ich die letzte Woche nicht gemacht gehabt, deswegen können wir die Kiste nicht aufmachen und dementsprechend, ja, Titan-Residium ist jetzt auch nicht so üppig vorhanden, da habe ich erst letzte Woche mir, glaube ich, die Brust geholt, die nicht schlecht war und ja, da können wir leider nichts weiter öffnen und ich werde mich jetzt erstmal dazu begeben, meinen Bienenmaul und zu farmen, das man ja ab heute bekommen kann. Und ja, mal gucken, wie lange die Geschichte dauern wird. Ich verabschiede mich an der Stelle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mal was Krasses rausgezogen habt. Bei mir sieht es da nämlich leider eher nicht so auf. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tilla. Bis dann. Ciao.